Diese Studie und dieses Projekt Klimastollen bzw. Heilstollen hoffentlich bietet für Bredau und nicht nur für Bredau, sondern ich glaube auch für ganz Südtirol, für das Bustertal und Ahrntal im Besonderen, Bredau natürlich spezifisch eine Chance, eine gewaltige Chance, ganz einfach sich in einem Zukunftsmarkt, der Gesundheitstourismus ganz sicher ist, entsprechend zu positionieren. Das bedeutet, dass wir in dem Bereich, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel 5%, mehr als 5% der Bevölkerung in Deutschland oder in Italien sind es ca. 4% an allergischen chronischem Asthma leidet, ist das ein gewaltiger Markt, in dem wir uns entsprechend positionieren können. Natürlich möchte ich das nicht nur betriebswirtschaftlich betrachten, sondern auch als Gemeindeverwalter ist es meine Aufgabe, das auch natürlich aus einem gesellschaftspolitischen Aspekt heraus zu sehen. Und da bedeutet es ganz einfach, dass wir zum gesunden Leben der Bevölkerung insgesamt beitragen können. Wir haben jetzt auch schon einige Erfahrungen gemacht, dass gerade Einheimische, aber auch aus restlichen Italien Gäste sich entsprechend wirklich in der Struktur wohlfühlen, sie wirklich auch eine Rückmeldung geben, dass der Heilstollen Bredau ihnen entsprechende Erleichterung und Linderung gibt. Also wir hoffen, dass das mit der Studie entsprechend nachgewiesen wird. Wir als Gemeinde haben uns da auch schon entsprechend positioniert, dass wir zum Beispiel jetzt Mitglied geworden sind in der gesamtitalienischen Vereinigung ANCOT, das ist die sogenannte Associazione Nazionale dei Comuni Termali, wo zum Beispiel auch so renommierte Thermalgemeinden wie Abano Terme dabei sind. Und unsere Therapie gehört im italienischen Gesundheitskontext eben zur Thermalmedizin, und da möchten wir uns entsprechend positionieren und das auch ausbauen.